Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Ich bin Saul. Ich bin Aroxa. Und wir waren hier schon wieder mitten im Tutorial. Beeil dich, Aroxas. Ja, ist ja gut. Ohne Scheiß immer diese Hetzerei. Auf zur Einkaufspromenade. Karte Twilight Town. Okay. So. Ah, guck, haben wir jetzt so eine Karte? Kann ich irgendwie in ein Kartenmenü rein? Hallo. Nein, nein, nein. Warum nicht? Jetzt haben wir die Karte gekriegt für nix. Egal, laufen wir hier lang. Das kommt doch alles. Würde ich hoffen. Oh, was hast du? Was ist das? Sperrmüll, bitte zum Müllabladeplatz am Tramforum. Okay. Wo kommen wir hier hin? Wahrscheinlich dahin, wo wir müssen. Wobei ich damit rechne, dass wir eh das halbe Dorf jetzt auseinandernehmen müssen, um Geld zu verdienen. Struggle and fight. You and I have to make the finals. That way, no matter who wins, four of us split the prize. Okay, you're on. You two are gonna clean up. Go get him. It's a promise. Also dann, wollen wir mal sehen, was uns das alles kostet. Eine Fahrkarte bis zum Meer kostet 900 Taler. Wie viel macht das für uns vier? 3,6. Und 300 als Taschengeld für ihn. Was macht das? 1200. Insgesamt 4800 Taler. Wofür soll denn das Taschengeld sein? Für Eis, Junge. Für Brezeln natürlich. Ja, genau. Brezeln. Ist auch egal. Was denn sonst? Eis. Na, für erfrischende Wassermelonen zum Beispiel. Zu teuer. Da kostet eine doch 2000 Taler. Dann also Brezel. Oder mehr Geld verdienen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir brauchen insgesamt 4800 Taler. Und wie viel haben wir? Also, ich habe 800. 650. 150. Tut mir leid, ich wette, er lügt. Das sind 1600 Taler. Wir brauchen also noch 3,2. Wir suchen uns einfach ein paar kleine Nebenjobs und verdienen was dazu. Jeder von uns muss 800 Taler verdienen, bis der Zug abfährt. Wir treffen uns am Bahnhof mit unserem Verdienst. Aha, okay. Hat er nicht gesagt, wegen des Geldes können wir ihm alles überlassen? Na egal, die Vorfreude auf die Brezel motiviert genug. Finde ich nicht. Ich war nie der Brezelmensch. Was ist mit dir? Hauptmenü kannst du mit Start öffnen, betrachte deinen Status, Talervermögen, bla bla bla. Das Menü kann nicht während eines Kampfes geöffnet werden. Roxas Tagebuch enthält auch Hinweise darauf, was als nächstes zu tun ist. Okay. Ah! Jetzt kriegen wir endlich das hier. Okay, dann wollen wir uns mal umgucken. Fertige Waffen für das Struggle-Turnier. Tut mir leid, aber um den Laden kann ich mich momentan einfach nicht kümmern. Aha. Dieser Stein an Höhe, Briefe auszutragen, ist harte Arbeit. Ich wünschte, ich hätte jemanden, der mir dabei helfen kann. Ich helfe da gerne. Okay, dann doch nicht. Ich glaube, du musst ans schwarze Brett da, um die ganzen Sachen wahrzunehmen. Könnte sein. Das ist das erste Mal, dass ich den Laden hier schmeißen muss. Ich kenne mich noch nicht so gut aus. Hab also ein wenig Geduld, ja? Okay. Schwarze Brett, du meinst... Oben. Wo du gerade eben davon weggelaufen bist. Achso, dieses schwarze Brett. Help Wanted steht doch da. Ah, Briefpost. Ja, würde ich sagen, machen wir doch. Pass auf, das sind wieder irgendwelche Minischallspiele. Sitzt es auch. Brief ausliefern, Kombination... Ah, da soll ich Tricks mitmachen. Trage alle Briefe aus. Irgendwie. Okay. Irgendwie... Okay, Dreieck ist Brief ausliefern und der Rest ist Tricks und linker Stick ist Steuern. Alles klar, kriege ich hin. Boah, wie geil, was geht hier ab? Okay.
muss auch hier, ist das jetzt Tony Hawk? Tony Hawk's Pro Skater. Das sieht ein bisschen so aus, auch hier mit der Stift und alles, ne? Willkommen zu Tony Hawk Pro Skater meets Kingdom Hearts, Teil 3. Was machst du? Liefer doch aus. Weiter. Ja, ich hab doch keine mehr. 4 von 5 Briefe hast du. Also einer fehlt mir noch. Ja. Muss ich suchen, hier ist er nicht. Der ist unten bestimmt. Ich hab doch hier alle angeklickt. Vielleicht hier noch ran weiter. Oder so? Nein, Briefkasten nicht, okay. Die Taube habe ich, vielleicht hier lang. Nee, auch nicht. Taube, bleib hier! Nee, da läuft noch nicht. Okay. Wie krank, Alter. Ach, ganz ordentlich soweit. 30 Taler, yes. Boah. Der Wahnsinn. Was wir weitermachen, haben wir 800 Taler übermorgen verdient. Ja. Ach, guck mal, das kann ich nochmal machen. Okay, Lieferung bergauf. Ich suche jemanden, der ein paar Schritte... Okay. Natürlich treten wir den Job an. Wir haben keine Angst vor ehrlicher, harter Arbeit. Schlage mit der Lieferung eine Waffe. Mit einer Waffe vor dir her. Stimmt das Timing, bewegt sich die Lieferung noch weiter nach vorne als regulär. Die Lieferung zu bewegen kann gefährlich sein. Sei vorsichtig, okay? Wie auch immer, Sherlock. Das ist, glaube ich, da aus der Ecke rausgekommen. Es geht. Wie sagt man immer, an einem System, das funktioniert, soll man nichts ändern. Was tust du? Du bist viel zu weit an einer Seite. Dahinter. Ja, Chef. Ich kann nichts dafür, dass sich das Ding gerade selbstständig gemacht hat. Ja, doch. Okay, wir haben jetzt den Wagen kaputt gemacht, aber hey, bisschen Schwund ist immer. Nicht schlecht. 30 Taler. Ich glaube nicht, dass wir mehr verdienen können. Ballkünstler. Na, gucken wir mal. Aha, oh Gott, lass den Ball nicht den Boden rühren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das wird jetzt schwierig. Ich glaube, den letzten, den würde ich weglassen. Ah, Mist. Wir müssen das Ding nur in die Ecke kriegen. Nein! Den letzten würde ich weglassen. Jetzt. Genau, genau. Mist. Ach, 5 Versuche hat man, okay. Aber wir haben es geschafft anscheinend. Irgendwie. Wenn das jetzt auch 30 gibt. Gar nicht mal schlecht. 30 Taler. Kannst mir erzählen, was du willst. Das machen wir Briefdinge nochmal. Das war das Spaßigste bisher. Briefpost. Ohne Scheiß. Junge, wenn so Brief auftragen ist, ne? Sofort. Ich fange sofort bei der Stadt an. Ach, du bist schwierig, ey. Sowas von. Nein. Nein, hallo. Wo war denn der 4? Ach, da. Ah. So 27, jetzt ist das aber... Ganz ordentlich soweit, gibt wieder 30. Was sag ich doch. Okay, das führt zu nichts so. Kannst du mir erzählen, was du willst? So, okay. Gucken wir mal, wo wir noch was machen können. Vielleicht können wir ja was im Tram-Forum machen. Ich hoffe. Ja. Jetzt darf ich wieder hier das ganze Geld zusammensuchen, ne? 270. Da hinten. Ist ein ganz schönes Leute, ja, okay.
Plakate anbringen ist harte Arbeit, okay. Einfach, muss einfach nur daran gehen. Ich glaube, die Leute, die sagen die zwar, was mal möglich ist, aber da steht ja... Plakatpflichten. Okay, Plakate an die Wand. Wenn die Fläche für mehr als ein Plakat reicht, drücke schnell hintereinander, um mehrere Plakate aufzuhängen. Okay. Genau, klatsch die Plakate an die Wand. Bitch. Schade, ohne Skateboard. Plakatier die Stadt zu. Ja, sowieso. Man nennt mich auch den Plakater. Alter. Ja, ich weiß, ich bin heute wieder schwierig. Lass mich. Na, da hinten sind sie auf. Ich gehe lieber hier lang, wenn ich drauf komme. Eng. Wenn ich das richtig sehe, muss ich 20 Plakate aufhängen. Ne, da ist nichts. Das wäre jetzt natürlich von Vorteil, wenn ich wüsste, wo überall möglich... Ne, hier nicht, okay. Da hinten ist noch was. Ich sehe da vorne noch was. Sogar eine große Fläche. Na doch, keine große Fläche, aber egal. Hinter dir. Ja, machen wir aber erstmal hier. Weil ich denke, es wird sowieso nicht so viele geben, dass ich so viele auslassen kann. Glaube ich zumindest. Na, wenn der morgen hier rausguckt, ne, dann ist aber was los. Hallo, da. Filmen wir noch 3 Stück. Pam. Pass auf, wieder nur 30 oder so. Naja, das geht in Ordnung. 50 Taler, das geht doch. Immerhin. So, Bienenjäger. Überall Bienen. Ich brauche. Bestimmt ist diese Anzeige von Pooh. Okay. Bienen kaputt machen. Okay. Ey. Töte die Plage. Wow. Schon zu sehr gewöhnt, dass wir ausweichen haben. Ja, ich habe es gerade eben auch vermisst. Oh, das geht ja für 30 Sekunden. Wenn das jetzt auch wieder 50 gibt, dann ist doch ganz gut. Naja, 30. Vielleicht bin ich auch einfach nur extrem scheiße. Es kann natürlich sein. Müllentsorger. Ein Haufen Minispiele. Erinnert mich irgendwie. Nee. Okay. Das ist aber ein komischer Einstieg. In der Tat. Wenn du nach dem Müll schlägst, schleuderst du ihn auf andere Müllhaufen. Je weniger Schläge du brauchst, um alle Müllhaufen zu beseitigen, desto mehr Taler kannst du verdienen, okay? Also mach's mit einem. Das wäre das Beste, ja? So, fertig. Also, 14 Schläge? Das hört sich schon nach sehr gut an. War ganz passabel, würde ich sagen. Bitte? Ja, nur das, passabel, nicht gut. Das aber da in deiner Kondition, mein Freund. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Da mache ich den Job gleich nochmal. Warum? Ich will jetzt wirklich gucken, ob wir da mehr jetzt rauskriegen. Oh, 10 Schläge. Hm.
Wirklich gut gemacht, okay. Jetzt 50. Kriegen wir 50, okay. Jetzt ist die Frage, auf wie viel können wir runter? Hey, wir gehen mal weiter. Hier muss ich ja noch andere Aufgaben geben. In anderen Bereichen. Hoffe ich mal. Wo kommen wir hier hin? Ich muss einen Job annehmen. Ich könnte dazu jetzt ein bisschen eine Bemerkung machen, aber ich lasse es lieber. Okay, dann haben wir... Geh doch weiter. Ja, aber offensichtlich... Du hast noch nicht alles durchgeguckt. Habe ich noch nicht. Nein. Okay. Haben wir vielleicht eine Karte hier? Ne, haben wir nicht. Das finde ich nicht gut. Aber Ausgänge scheint es nicht zu geben. Siehst du, kriegst du noch mehr Taler. Ja, 2 Taler. Ich bin begeistert. Immerhin ist ein Anfang. Da würde es sich ja mehr lohnen, die Aufträge zu machen. Kriegen wir immerhin, auch wenn es schlecht läuft, sofort 30. Deswegen guck dich doch mal erstmal um ein bisschen hier. Tu ich doch gerade. Aber ich glaube, mehr als ein schwarzes Brett haben wir nicht. Kann man noch gucken, ob ich hier durchkomme? Ich glaube aber nicht. Nee. Muss ein paar Taler verdienen. Ist das... Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben 400 Taler. 900 müssen wir verdienen. 800. Oder 800. Haben wir die Hälfte zusammen. Ja, aber so wie es aussieht, gibt es nur die beiden Plätze zum Geld verdienen. Weil die anderen beiden, die jetzt hier waren, die woanders hinführen, die konnte ich nicht nehmen. Geht's hier vielleicht noch irgendwo anders hin? Hier vorne links geht's ja zum Versteck, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ne, hintere Gasse. Doch, geht's Winkelgasse. Zum Versteck. Winkelgasse! Was geht hier? Das kannst du untersuchen. Das kann ich untersuchen, ja. Und das hier... Oh, das kann man nehmen. Cool. Wo ist der Backflip? Ich will den Backflip. Okay, ich muss einen Job annehmen. Da können wir nicht her. Da geht's nur wieder zurück ins Versteck. Ja, der Treffpunkt, das ist, glaube ich, unser Versteck. Ich denke, dann bleibe ich bei Müll entsorgen. Weil das habe ich jetzt mitunter am besten abgeschlossen, ne? Warum haben wir nicht so ein Versteck? In irgendjemandes Garage. Wir müssen heute noch in irgendeine Garage einbrechen und sowas machen. Ganz bestimmt. Bestimmt, natürlich. Wieso sollten wir es auch anders machen? Doch mal da am Brett, vielleicht ist da was Neues gekommen. Glaube ich nicht. Briefpost. Nee. Sag ich ja. Dann würde ich sagen, bleiben wir beim Müll. Weil den Müll müssten wir jetzt noch, höchstens 8-mal machen. Vielleicht kriege ich sogar auch weniger hin. Höchstens 8-mal. Ja, um die Kohle zusammen zu haben. Die anderen müssten wir ja noch öfter machen. Da kriege ich ja nur 30. So, warte. Ich überlege mir jetzt was. Hier haben wir ja keinen Zeitdruck. Weil wir keinen Zeitdruck haben. Oh, 5 auf einmal kaputt. Neun Schläge. Wirklich gut gemacht. Also ich glaube, mehr als 50 kriegen wir nicht raus. Kannst vergessen. Überleg mal mit, wie könnte man die Dinger noch zusammendreschen? 3, 3, 3. Bist mit 4 Schlägen durch. Den nee. Geradeaus. Von denen jetzt aus nach da. Er hätte den fast mitgenommen. Ja, okay. Okay, das war jetzt ganz schlecht, weil ich nicht durchgezogen habe.
Aber wir wären wieder bei 10 gelandet. Weil ich bin mal, mich würde es wirklich interessieren, ob es einen Optimalweg gibt und vor allem, was der bringen würde. Ja klar, ist ja nur Puzzeln. Musst du halt nur den richtigen finden. Oder soll ich mal von der anderen Seite probieren? Quasi die drei von hier darunter schlagen. Kann ich die vielleicht sogar noch verschieben? Kann ich, sehr gut. Schieb die doch alle in eine Ecke und dann mit einem... Ich glaube, das machen wir jetzt sogar mal. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Mit alle so ganz drei eng Schlägen sozusagen. Ja, alle ganz eng zusammen und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht lohnt sich das ja richtig. So, hier, 800 Taler. Yes, baby. Bitch, please. Scheißen wir das Spiel. Ich glaube, so ist das nicht gewollt. Okay, man muss dafür natürlich ein gewisses Maß gerade an Geduld mitbringen. An Geduld und Kreativität, hey. Wir sind der Puzzlemeister. Ich glaube, jeder Spielentwickler, der uns irgendwann mal später einlädt, hier testet mal, der kriegt ein Graus. Hier unterschreibt sofort das Embargo. Nach 5 Minuten direkt. Soll das so sein oder ist das ein Bug im Spiel? Das ist ein Bug im Spiel. Oh. Ist aber nicht gut, dass wir den gefunden haben. Ja, eigentlich sollte man den nicht finden, aber wir hätten nicht damit gerechnet, dass irgendwelche Leute so doof sind, um das und das zu machen. Ja, haben wir jetzt gerade bewiesen, dass es doch so ist. Na komm. Oh, Kamera. So Leute, es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis das Soli fertig ist. Ja, dafür habe ich aber dann das Geld zusammen. Und ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht dann funktioniert direkt, ne, dann bin ich sauer. Wie beim Billard. beim Bowling. Ach, herrlich. Den musst du jetzt natürlich nur in die Mitte, ne, packen. Ja, klar. Ja, der muss ein bisschen Abstand haben, ne? Nee, das ist ja auch, wenn die aneinander waren, hat er ja mehrere mitgerissen. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass ich jetzt mit den Schlägen ganz viele erwische und die dann alle durch die Gegend fliegen. Wie du schon sagst, Billardprinzip. Mit der ersten Kugel schlägst du zwei an, die zwei danach schlagen zwei andere an und immer so weiter. Ich glaube aber, das wird nicht funktionieren. Genau deswegen. Was denn? 8 Schläge. Wir haben einen weniger gebraucht. Wir müssen nur gucken, dass wir die optimalen Schläge finden. Na, 50 Taler wieder. Shit. Ich glaube, alles unter 10 bringt 50 Taler. Ja, ich glaube auch. 500. Wir brauchen das nur noch dreimal machen. Nee, Quatsch. 4. 4-mal. Ach, geht doch noch. Aber ich glaube, das kriege ich auch so hin. Pass auf. Mit den 9. Haut auf den Scheiß. Ja, warte doch. Naja, ich würde sagen, alles unter 10 bringt dasselbe. Ach, wirklich? Ja. Ich glaube da fest an deine These. Und wenn es jetzt nicht so ist, dann schreibt es uns in die Kommis. Mir den alten Knacker auch vorstellen. Ey, wirklich gut gemacht. Zieh mir das Geld aus der Tasche. Ja. Ach, noch einer, der meinen Müll entsorgt. Hier hast du 50 Gold. So stelle ich mir das vor. Ja, ich probiere mal ein bisschen rum hier. Ja.
Nee, es kommt wieder auf 10 raus. Ich kann nicht glauben, dass man die Scheiße erst zusammenschieben muss. Ich glaube, das wäre ein bisschen too much. Mein Name ist Roxas. Ich bin professioneller Müllentsorger. Wobei Müllentsorgen heißt, ich verdresche die Haufen, solange bis sie kleiner sind. Ändern wir uns, dass wir ihn Roxas nennen? Roxas hört sich irgendwie komisch an. Wie sollen wir ihn nennen? Roxas? Roxas. Roxas. Englische Sprachweise. Sagen sie ja auch. Genauso wie, wie war das mit dem? Mit dem einen Dude? Welchem Dude? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Meinst du Zoltan? Nein, Mann. Okay, den meinst du nicht. Boah, wie hieß dieser eine Charakter, der auch einen extrem deutschen Namen hat, aber auf der Jonathan, genau. Jonathan. Und du wolltest ihn ja die ganze Zeit Jonathan nennen, aus Vampire. Achso, der meinst du, ja, ja. Okay. Alter, hast du mich damit aufgelegt. So, wie viel Kohle haben wir zusammen? Nicht genug. Oh, guck, einmal müssen wir es noch machen. Genau, hau gegen die Wand. Verdammt, aus Frust arbeiten. Aus Frust. Aus Frust. Das war das Frust. Das Frust, scheiße, ich muss wieder arbeiten. Ist dir eigentlich scheißegal, wie viel du kriegst? Nein, mir aber nicht. 11 Schläge, wie erbärmlich. Aber sowas von. Pass auf, er sagt garantiert passabel, sag ich ja. Jetzt kommt's. Scheiße, wir brauchen doch 900. Okay, so, jetzt haben wir die Kohle zusammen. Wo kann ich rausgehen? Ich glaube, hier konnte ich doch irgendwo raus. Ah! Mit der Orientierung den Goldfisch zurück. Ja, habe ich auch. Weiter, weiter, weiter. Folge der Bahn, folge der Bahn. Ich folge der Bahn. Ich folge der Bahn. Und jetzt? Folge ihr weiter und dann gleich rechts. Rechts. Genau, fahr mit der Bahn rechts rum, rechts rum. Jetzt bist du vor der Bahn. Jetzt fahr der Bahn hier davon. Runter. Hier runter. Nein. Ein weiter. Ich bin ja mit der Orientierung wie ein Goldfisch. Hier runter. Kann ich da wissen, dass der alte Sperrmüllsammler da steht? Nein. Ich muss einen Job annehmen. Willst du mich verarschen? Wie viel haben wir denn? 826. 800 brauchen wir auf jeden Fall. Sobald die Taler haben, auf zum Bahnhof. Ja. Okay. Wo ist der Bahnhof? Bestimmt ist der oben aus dem, da wo wir angefangen haben, in die andere Richtung. Das kann gut möglich sein. Dann auf zum Bahnhof. Mit unserem tollen Skateboard. Ich finde es übrigens super, dass hier überall Skateboards rumliegen, dass man die benutzen kann. Ja, hier kann man auch nicht lang. Hintere Gasse. Durch die Winkelgasse, ja. Ach, das war nur der Treffpunkt, okay. Ich bin doof. Ja, ist ja, also. Minispiele sind am Anfang. Ich muss einen Job annehmen, hä? Das kann ich jetzt nicht verstehen. Warum das immer noch sagen tut. Ich würde sagen, das ist der Bahnhof. Haha. Bahnhofsplatz. Bahnhof. Da steht auch der gute Dude. Ja. Aber nicht mal heute. Super gemacht, Roxas. 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 Weiterarbeiten. Mehr Taler können nie schaden. Okay. Ja, wie du schon sagtest, nicht mehr heute. Denn wir sagen an dieser Stelle, see you guys. Und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Kingdom Hearts 2.
Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.